Leute, es ist wieder Zeit für eine Hochzeit heute. Und heute geht es nach Wildeshausen in das Gut Altona. Das Pärchen ist, ja, ich würde mal behaupten, schlageraffin und EDM-affin. Ja, let's go. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie so gefühlt gerade erst aufgestanden. Gestern war eigentlich nicht so lang, aber man steht dann so um 12.30 Uhr auf und muss gleich um 14.30 Uhr wieder zusehen, dass man alles beisammen kriegt. Zum Glück ist noch alles im Auto. Und ja, 15 Uhr geht jetzt los Richtung Gut Altona. Ich bin aber auch echt noch nicht so ganz auf dem Damm. Ich bin angekommen und ja, mir geht schon ein bisschen besser. Und ja, da darf ich rein. Das ist der Wintergarten und der ist super schön. Auch partytechnisch würde ich dem jetzt schon eine glatte 1 geben, weil es einfach sieht richtig schick aus. Und wir haben Nebel erlaubt, wir haben Lautstärke bis an die, ja nicht Decke, aber keine Einschränkungen. Und ja, ich glaube, da kann man eine sehr coole Party feiern. Ich habe endlich alles ausgeladen und ja, man sieht diese wunderschöne Location hier. Richtig, richtig fett. Hier alles super hell. Hier stehe ich in der Ecke und wir können hier richtig Gas geben. Platztechnisch gar kein Problem und heute feiern wir. Ich bin fertig mit Aufbauen und umgezogen bin ich auch. Mir geht es auch wieder richtig top. Ja, bisschen Sport, ne? Hier ist es, das schöne Setup. Rechts haben wir die Candy Bar, volles Licht am Start, zwei Nebelmaschinen vertikal, knallen bald nach oben, wenn es dann losgeht. Hier Hazer am Start, um einen gewissen Dunstlevel zu halten, der nicht so direkt in die Leute bläst, aber halt konstant immer ein bisschen Dunst im Raum hält. Und ja, ich bin sehr zufrieden und es sieht doch top aus. Ich glaube, wir können hier eine richtig steile Party feiern. Trick 17. Hier noch den Tisch an die Säule gestellt, um die Tanzfläche künstlich zu verkleinern, weil wir sind heute nur 50 Leute und das ist schon eine große Location hier, ne? Aber das wird trotzdem was. Ich hoffe, die Leute haben Bock. Die Braut hat sich gerade noch Magenta gewünscht und natürlich erstrahlt mein Equipment jetzt in Magenta. An der Decke sieht das dann folgendermaßen aus. Die Moving Heads teilen das in Blau und Rot ein, aber sieht doch auch sehr cool aus. Die Gäste sind jetzt eingetroffen hier und sitzen hinter mir alle und essen ihre zur Suppe. Die habe ich auch schon angesagt und dazu lief Scotty, hat sich das Brautpaar gewünscht. Scotty, Pirates of the Caribbean. War ein bisschen drüber, aber... Ja, sorry. Das Hauptgericht habe ich euch nicht gezeigt, weil ich da ein bisschen verhindert war. Aber es gibt Nachtisch und normalerweise nehme ich keinen Nachtisch, aber diesmal nehme ich den. Es gibt auch Kinder Bueno, aber der sah noch geiler aus. Es ist jetzt 9 Uhr und es geht jetzt so langsam Richtung, ja, entweder noch ein paar Aktivitäten oder schon Eröffnungstanz, das weiß man nicht. Aber ich ziehe jetzt hier ein bisschen die Energie hoch und spiele ein bisschen 80er. Ich habe gerade die Gäste alle zusammengerufen, gleich gibt es Eröffnungstanz. Stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Es tut mir leid,
Thank you.
80er. Es ist 1.53 Uhr und ich baue ab. Ich habe mir noch ein paar Schlümpfe genommen. Und es ist jetzt 2.36 Uhr. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr verabschieden irgendwie. Keiner mehr da. Ciao! Niemand mehr da. Aber ich denke, ich fahre recht schnell. Wieder so 45 Minuten. Das brauche ich halt. Es ist 2.37 Uhr und ich fahre nach Hause. Ich habe ungefähr 20 Minuten Weg. Mein Fazit. Ja, 40 Leute und die haben richtig, richtig gut getanzt. Es war ein voller Erfolg und der ist zu einem guten Teil, kann ich mir den selbst zuschreiben, aber zu einem großen Teil auch dieser richtig geilen Location. Ich kannte das Gut Altona bisher noch nicht, aber das ist vielleicht die beste Location, die ich für eine Hochzeit je gespielt habe. Ist wirklich alles perfekt dort. Du darfst dort Nebel machen, du darfst dort Lautstärke spielen. Es ist wunderschön. Dieser Wintergarten ist einfach sehr schön. Sauber, piekfein, die sind null. Absolut gar kein bisschen betriebsblind. Da ist keine Ecke irgendwie schmutzig. Das sieht alles abgestimmt aus. Ist wirklich eine Freude, das zu sehen. Und eine Freude, da sich aufzuhalten. Das Essen war richtig gut. Ich hatte schön viel Platz. Und diese Gesellschaft, die sehr klein war, hatte nicht zu viel Platz. Aber ich würde sagen, optimalerweise noch 30 Personen mehr. Also es waren ja 50 Gäste zusammen mit Kindern so, aber 40 so Erwachsene. Ich würde sagen, 30 Erwachsene mehr, 70 anständige Tänzer. Da kann man eine richtig gute, normale deutsche Hochzeit, so durchschnittliche Hochzeitsgröße abhalten. Ja, richtig gut. Also, Props. Ich schreibe euch eine Bewertung bei Google. Gut Altona, ich bin begeistert. Richtig, also. Wüsste kaum, was da noch
gegen anstehen kann. Vielleicht. Nee. So, ich wünsche mir eine gute Nacht. Schlaf gut.